Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der deutschen Automobilindustrie arbeiten 815.000 Menschen. Und vor- und nachgelagert sind das rund 4 Millionen Menschen, die für die Automobilindustrie arbeiten. In meinem Bundesland sind es 120.000 Beschäftigte. Und zieht man die Zulieferindustrie mit zu, arbeiten 30% in Industriebetrieben, auf Industriearbeitsplätzen in der Automobilindustrie in Niedersachsen. Ein Großteil davon lebt in meinem Wahlkreis, in Salzgitter-Wolfenbüttel und im Braunschweiger Land. Und ich frage auch mal aus deren Sicht, machen Sie sich eigentlich Gedanken, auch mal darüber, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Opposition, was Sie entsprechend auch mit Ihren Aussagen in den Unternehmen und auch bei den Beschäftigten entsprechend bewirken. Natürlich hat VW mit nicht gerechtfertigten Abschalteinrichtungen illegal gehandelt. Das ist in keiner Weise akzeptabel und muss juristisch aufgearbeitet werden. Das ist hier mehrfach auch schon angesprochen. Und natürlich geht es auch darum, für die Zukunft besser auf die Grenzwerte zu achten und sie auch einzuhalten in dem Rahmen, wie sie vorgegeben sind. Aber das rechtfertigt noch lange nicht einen Feldzug gegen die gesamte deutsche Automobilindustrie. Und auch die Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses rechtfertigen diese Vorgehensweise nicht. Es ist nicht so, dass der Untersuchungsausschuss uns nichts gelehrt hätte. Das Verhör von 57 Zeugen, 13 Sachverständigen hat klargemacht, dass die bestehenden Regelungen, EU-Regelungen, Lücken enthalten, die den Herstellern die Möglichkeit boten, bei den Abgasuntersuchungen durchaus zu tricksen. Dass es Differenzen zwischen Abgaswerten auf dem Rollenprüfstand und dem Betrieb auf der Straße gibt, ist nicht neu, sondern auf den standardisierten Prüfzyklus NEFZ zurückzuführen. Seit 2014 besteht die Möglichkeit, die Unterschiede im größeren Umfang auch mit portablen Messgeräten nachzuweisen. Vorher gab es zwar auch Messgeräte, die waren aber viel zu groß und nicht praxistauglich für den Einsatz auf der Straße. Nach der neuen RDE-Gesetzgebung werden Abgasmessungen künftig neben dem Rollenprüfstand auch mobil im Straßenverkehr durchgeführt. Der Untersuchungsausschuss hat aber auch gezeigt, dass die Bundesregierung vor September 2015 weder Kenntnis von Manipulationen noch konkrete Hinweise auf den Einsatz unzulässiger Abschalteinrichtungen hatte. Im Rahmen des Untersuchungsausschusses ist es deutlich geworden, dass es keinerlei Anhaltspunkte für Staatsversagen gibt. Das sollte nun auch mal die Opposition mit einräumen. Anstatt zu skandalisieren, gilt es nun, weitere sinnvolle Gesetzgebungsverfahren auf der EU-Ebene vorzunehmen. Wir setzen uns für eine Verbesserung der Abgasuntersuchung bei Typgenehmigungen ein und sorgen in der Zukunft für Transparenz. Die Automobilindustrie muss nun ihre Herausforderungen bewältigen und Hausaufgaben machen und die bereits beschlossenen strengen EU-Vorgaben auch ab September 2017 umsetzen. Ich unterstütze ausdrücklich unsere CDU-CSU-Vorgehensweise, strengere Vorgaben auf europäischer Ebene zu verankern. Das beugt nämlich auch Wettbewerbsverzerrungen innerhalb des europäischen Marktes vor. Als Sozialpolitiker ist es mein erstes Anliegen, Arbeitsplätze für die Menschen in Deutschland zu sichern und Rahmenbedingungen für gute Arbeit zu gewährleisten. Und ich denke, da gehe ich auch mit den Kollegen Sozialpolitikern in den anderen Fraktionen entsprechend auch konform. Und doch, Sie fordern einen radikalen Umbruch in der Automobilindustrie, der ganze Montagehallen stilllegen würde. Nichts anderes bewirken Sie mit einer Forderung, ab 2030 den Verbrennungsmotor nicht mehr herzustellen. Wer so etwas in sein Wahlprogramm schreibt, der will das auch umsetzen. Der will auch daran sich messen lassen in der Zukunft. Und weil Sie das so machen, verunsichern Sie sowohl die Unternehmen als auch die Beschäftigten in unserem Land. Und Wilfried Krenzspan, er hat es Ihnen gegenüber doch sicherlich auch gesagt,
Und ich sage das hier nochmal, er hat das bezeichnet, diese Termine als Schwachsinnstermine. Zitat Wilfried Kretschmann. Ich wünsche Ihnen, dass die Menschen in unserem Land mal merken, was sie mit solchen Aussagen anrichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor 3 Wochen war ich zu Besuch bei VW im Motorenwerk Salzgitter. Ein Standort, in dem vorwiegend Dieselmotoren hergestellt werden. Und in Zukunft wird sich das natürlich verlagern. Das ist zwangsläufig aufgrund der Diskussion, die wir haben, vom Dieselmotor zum Benzinmotor. Und im Moment arbeiten dort insgesamt 7.000 Beschäftigte, die an dieser Umstellung entsprechend mitwirken, die Verlagerung. Und in Kürze wird auch ein Teil dieses Werkes Elektromotoren herstellen und Komponenten dazu. Und das im industriellen Maßstab. Darüber hinaus wird das Werk langfristig auf Batterieproduktion setzen. Und eins ist aber klar, zur Vollumstellung der gesamten Produktion braucht es jedoch auch den vernünftigen Übergang und eine längere Zeit, um die Produkte entsprechend auch am Markt zu platzieren und einen Markt in Europa für Elektromobilität. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Wandel gestalten in Deutschland für die Automobilindustrie. Die Union setzt sich jedenfalls für die Automobilindustrie ein. Sie ist einer der wichtigsten Industriezweige in Deutschland. Wir brauchen einen vernünftigen Wandel, der einen sozialverträglichen Übergang schafft und Arbeitsplätze sichert. Herzlichen Dank. Als nächste Rednerin hat Uli Nissen für die SPD-Fraktion das Wort.